Moin, nee, noch nicht, ich bin ja gerade erst gestartet. Ja, ja, aber ich hoffe, dass noch was kommt, ja? Ich habe mich aber gerade erschrocken jetzt, aber die Stimme aus dem Auto. Ne? Sie kennen mich aber, dass ich hier immer suche, ne? Ne, Sie wissen das, also ich bin hier kein Illegaler oder sowas, alles genehmigt. Der wollte mich nur kontrollieren, jetzt fährt er nämlich wieder zurück. Bin ich mir ziemlich sicher. Den habe ich ja auch noch nicht gesehen in meinem Gebiet, aber ne? Kannst du auch nicht jeden kennen. Dieser Wind, Junge! Das ist so windig, ich habe Angst, dass mein Toupet gleich vom Schädel fliegt, ja? Nicht nur so Dinge aus Blei. Ich bin hier an was Großem dran, hoffe ich. Tief liegt's! Oder zumindest noch drin. Oh! Was ist das denn? Das sieht ja aus wie ein Deckel, merkwürdigerweise. Nee! Hey, cool! Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es denn wirklich schon so spät? Ist das eine Taschenuhr? Ja, das ist eine richtig schöne Uhr. Und die Rückseite sieht sogar noch eigentlich relativ gut aus und so richtig schön verarbeitet, das Ganze. Man kann auch noch alles erkennen. Das ist eine wirklich schöne Uhr gewesen seinerzeit. Es muss eine kleine aufziehbare Uhr gewesen sein, die du so mit dir rumgetragen hast als Person damals. Mega, das ist cool. Da freue ich mich sehr drüber. Dieser Wind ist ein richtiger Stimmungskiller. Das tönt mich genauso ab wie Sex im Dunkeln. Geht gar nicht. Ja, ich sehe schon. Komm, ich krieg's würgen. Hör auf, du. Nee, das ist nichts. Direkt daneben die Frische hier. Die ist aber nicht von mir hier. Das ist, damit das schon mal klargestellt ist hier, ne? Die Frische ist nicht von mir. Was hier drin? Das kreischt so. Komm her. Das Ding hier. Oh, nee, ey. Ja, bislang habe ich hier noch keinen Lauf, muss ich sagen. Momentan klebt mir wortwörtlich die Scheiße am Schuh. Ich habe Pech derzeit. Also, Funde sind in letzter Zeit Mangelware geworden, leider. Aber kommen auch wieder andere Zeiten. Man muss halt durchhalten, das ist so. Du brauchst Durchhaltevermögen, du musst standhaft bleiben. Und dann kommt das auch wieder. Alles entspannt. Stoppeln hier, da bleibst du überall hängen, die Scheißdinger, da musst du aufpassen, dass du dich hier nicht noch maulst, du. Das ist auch oberflächlich, da brauchen wir gar nicht Kram. Das hörst du schon und das siehst du an der Skala von dem Detektor, oder ist was? Habe ich das nicht, was ist das? Das sieht aber gut aus. Nee, ne? Oh nein! Du denkst, da kommt eine Münze, eine silberne. Was kommt? Eine trügerische Abziehtasche. Ist das fies. Aber da muss man durch als Sonnenlander. Du kriegst halt hin und wieder auch mal auf die Fresse. Das ist halt einfach so, wenn du dich zu früh freust, ne? Retourkutsche. Mein Sohn sucht auch mit zu viel. Echt? Das, was du findest, im Zweifel den Bauern gehört. Den die Funde, die ich mache, die müssen mindestens einmal im Jahr, muss ich die bei meinem Archäologe abgehen. In Schaumburg. Sondeln, das befreit Körper und Seele. Über die Felder zu wandern. Ja, das tut mir gut. So diese Geschichte von den Leuten. Ne? Was haben die verloren? Wie haben die gelebt? Ja. Was war ihr Hab und Gut, diese Habseligkeiten zu entdecken? Das ist faszinierend. Ne? Und da findet man auch was? Findest du auch. Ja, sicher. Aber man muss Geduld haben. Man braucht Geduld. Das ist nicht, du gehst, sagst dir, ach, ich gehe jetzt heute raus oder einmal im Jahr, gehe raus und mache hier den großen Fund meines Lebens. So läuft das nicht. Ne? Man braucht sehr viel Ausdauer und Geduld. Mein Sohn macht das auch, sagt er. Ja, das ist auch alles in Ordnung. Nur es ist nicht so cool, sage ich mal, wenn der auf meine Äcker rennt und da vielleicht irgendwas Bedeutendes findet und dieser Fund nicht dahin kommt, wo er hingehört, letztendlich. Kritisch, kritisch. Aber ich habe den Vater gerade aufgeklärt, wie er sich zu verhalten hat, was er machen muss. Man kann sich immer informieren, auch gerade als Elternteil sollte man vielleicht informieren, bevor der Junge da irgendwo mit dem Detektor rumrennt und da eine Weltkriegskracher ausgräbt, versehentlicherweise. Kann ja alles passieren, weiß man ja nicht. Es sind ja die unmöglichsten Sachen schon passiert. Ich habe schon Elefanten aus dem Bus winken sehen. Habe ich auch nicht mitgerechnet, das ist auch passiert. Ne? Ich habe dem Vater Bescheid gesagt, ne? Das gehört mir hier, das Gebiet, du. Hier hat keiner was verloren, du. Das ist auch wieder nichts. Das ist alles dieses Aluzeug hier. Das ist in allen Variationen. Besser wird's nicht, ne? Der letzte Hoffnungsschimmer für heute. Sehr gutes Signal. Na, vielleicht jetzt nochmal. Auf dem Weg zum Auto. Üblicherweise da vorne ist es. Das bleibt aber echt gut, das Signal. Jetzt vielleicht nochmal. Come on! Bitte!
Ich muss doch heute endlich mal der Knoten platzen. Ja, da ist was. Das haben wir hier. Ja, nein! Da platzt er. Aber wieder Knoten. Ja, Mann! Yes! Fett angelaufen, das Teil. Eine Mark. 1925. Aus Silber natürlich. Das ist es. Das ist der Moment, den ich gebraucht habe jetzt hier noch. Zum Abschluss den krönenden. Verflucht nochmal, du. Das ist der Lohn dazu. Wenn du 3 Stunden unterwegs bist und hast nichts. Großartig, ne? Schaut, wie die angelaufen ist, die Münze. So kommt die aus der Erde. Ist das nicht ein Sahnestück? Oh, wunderschön, oder? Da freut man sich riesig. Und du fragst dich doch, wer hatte die wohl zuletzt in der Hand? Und die hier verloren. Und jetzt, 98 Jahre später, bin ich der Finder dieser Münze. Juhu! Ich habe hier Dreck gemacht wie eine Wildsau. Ich habe ja alles wieder schön zugemacht, ne? Hier das nächste. Kurz vor Feierabend, da läuten die Alarmglocken. Nicht nur bei mir, sondern auch auf dem Acker. Jetzt geht's. Oh Gott. Ich komm hier gar nicht rein. Dieses ganze Wurzelwerk hier. Jetzt komm. Vielleicht auch noch mal was Schönes. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Irgendwann musst du doch mal belohnt werden. Der platzt doch mal, der Knoten. Wo ist es denn jetzt hin hier? Nein! Nein, das kann nicht wahr sein! Doppeltes Silber jetzt hier, das gibt's nicht! Da und da, wie kann das sein? 3 Stunden rennst du hier rum, nichts! Ich krieg einen Herzkalbaster hier! Gibt's nicht! Gibt es nicht, nee! Nein, 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 nein! Guckt euch diese Scheibe an hier! Oh! Ey, mir fällt eine Last von mir. Das ist unglaublich. Oh, wie schön. Wie schön ist denn das jetzt, bitteschön, zum Schluss? Diese magischen Momente hast du nur beim Sondeln. Die hast du nur beim Sondeln. Und wie oft hatte ich schon diese Phasen? 3, 4 Stunden. Tube für Tube, Alu für Alu ausgegraben. Nichts weiter. Und jetzt mit einem Schlag Doppelsilber. Doppelsilber. Oh, das sind wunderschöne 24 Eintaler. 1769. Wie kann das sein? Die nächste silberne. 24 Eintaler. Ich sehe nichts, ich will die Sonne dazu haben. Ne, warte mal. So vielleicht. So ist ein bisschen besser. Man kann ein bisschen was erkennen, hoffe ich mal. Wunderschön auch, ne? Mensch, endlich. Es tut so gut. Wenn du dann doch mal belohnt wirst hier. Das sind meine absoluten Highlights heute. 2-mal Silber hintereinander. Du möchtest wissen, wie du bei der Schatzsuche noch erfolgreicher wirst oder generell erfolgreich? Ich habe 3 wertvolle Tipps für dich. Zum einen ganz wichtig, Zeit. Nimm sie dir, teil sie dir ein, setz dir feste Tage, wo du Freiraum hast und nutze diese effizient. Ich zum Beispiel nehme mir sehr viel Zeit für mein Hobby, denn ich betreibe keine anderen Hobbys außer Sondeln und Videoschneiden. Von daher ganz wichtiger Punkt, Zeit. Punkt 2, der sehr wichtig ist, Geduld und Ausdauer zugleich. Es kann vorkommen, dass du 3, 4, 5 Stunden unterwegs bist und hast vielleicht nur Müll gefunden. Das heißt aber nicht, dass man den Kopf in den Acker stecken soll, beziehungsweise in den Sand. Denn Ausdauer wird auf jeden Fall irgendwann belohnt. Nur nicht aufgeben. Punkt 3 wäre, um die Funde zu verbessern oder um generell etwas zu finden, eventuell alte Menschen, die bei dir in der Stadt oder im Dorf leben, Zeitzeugen zum Beispiel, können einen sehr nützliche Tipps geben. Oder halt aber auch Dorfchroniken, sprich alte Karten, können sehr gute Anhaltspunkte sein. Wenn man Glück hat, kann man natürlich anhand dieser Tipps seine Fundquote erheblich verbessern. Bei mir ist es zum Beispiel auch viel auf gut Glück, dass ich auf die Felder gehe, wo ich rauf darf. Und auch da werde ich belohnt. Jetzt zwar hier mal mit einem Knutscher, wollte ich gerade sagen. Was ist das? Coucher? Ich weiß nicht. Irgendein Deckel? Ja? Ja nun, aber das gehört halt dazu. Weil ich hab's ja genannt. Ich bringe alle Voraussetzungen mit. Ich bringe Zeit mit. Ich bringe Geduld und Ausdauer mit.
Und ich habe mich natürlich auch im Vorfeld informiert. Ich weiß, was hier so los gewesen ist in meinem Ort, in der Region, wo ich suche. Heißt aber natürlich nicht, dass auf jedem Acker Münzen aus dem Boden wachsen. Ne? Die verstecken sich hier richtig gut, die Signale. Siehst du, jetzt bin ich auch schon wieder eine ganze Weile unterwegs und habe jetzt auch noch nichts Tolles gefunden. Aber ich gebe nicht auf. Und ich mache mir da auch überhaupt gar keinen Stress. Entweder kommt was oder es kommt nichts. Hört sich gut an. Ist es auch gut? Nee. Und so geht es mir dann ganz häufig, ne? Zusammengequetschtes Aluminium in allen Variationen mitunter dabei. Aber die Erfolge, die kommen mit der Zeit. Was schlägt da doch wieder an hier? Unser Münzsauger hier. Ah, die geile Luzi, die macht mich an hier. Jetzt muss es nur noch was sein. Du brauchst dich nicht verstecken. Ich empfinde dich sowieso. Was ist denn? Oh, jetzt fliegt was auf die Fresse hier. Hä? Da, Münze! Siehste, die erste für heute. 10 Rentenpfennig. Das sind die Münzen, die normalerweise manchmal aus der Erde gesprungen kommen wie Gold. Wo du schon fast den Kupferbolzen spürst, weil du denkst, das ist jetzt wirklich Gold. So geht das. Geduldig bleiben und dann kommen die Funde. Ne? Also ich habe schon so viel von den Münzen gefunden, ich versuche das nächste Mal damit irgendwo im Supermarkt zu bezahlen. Vielleicht nehmen sie das ja noch an. Ja, kann, muss aber nicht. Nee, nee, Blech, Alu, irgendwie sowas kommt hoch rein. Sag ich doch. Was hast du denn hier? Oh, oh. Das ist ein fetter Knopf. Nix Blech oder Alu. Ein sehr großer Knopf. Hast du auch nicht alle Tage. Und so leicht ist der. Vielleicht so ein Schildbuckelding. Bist du denn verrückt? Also hier geht ja doch noch was auf dem Acker. Schön groß, so mag ich es gerne. Je größer, desto besser. Und dann, wenn es rund ist, umso schöner. Ja, doch, doch, da gehen schon die Alarmglocken. Könnte immer mal wieder was sein, wenn das so reinknallt. Da ist was, was ist das? Was ist denn das? Ist das ein Krabbenfuß? Müsst ihr euch vorstellen von so einem alten Kessel, was die früher gehabt haben. Das müsste einer sein. Hundertprozentig. Ich bin schon der Meinung. Also schon ein gut alter Fund. Ist auch schön massiv, du. Sehr gut. Richtig guter Klang. Wie ist es denn jetzt? Ich grab hier und suche hier schon eine Weile, aber irgendwie. Jetzt aber. Hä? Sag, das hast du. Das hast du. Der Boden ist barzig, weißt du? Findest du es nicht? Ach du Scheiße. Nein, Mann. Genial. Siehst du, genau das ist dieser Moment wieder. Jetzt ist er wieder da. Richtig klasse Fund. Wieder ein Münzgewicht. Und wieder was ein schönes Teil. Oh Mann. Schaut euch das an. Wenn ich mal was sehen würde, ich sehe ja nichts. Oh, ist das ein herrliches Teil. Ein Münzgewicht zur Überprüfung von Echtheit der Münzen damals. Ne, wurden wahrscheinlich abgewogen, ne? Wenn die Goldmünze 7,8 Gramm gewogen hat, die originale, und die gefakte vielleicht nur 7,4, dann konntest du das ermitteln anhand solcher alten Relikte. Geil. Das war wieder ein Traum. Und da kannst du auch wirklich nicht meckern heute wieder hier. Hammermäßig. Das klingt dufte, du. Das hört sich dufte an hier, du. Das ist eine Münze, ist das. Oder? Bist du eine Münze? Oh, dieser Ton, da geht mir einer ab, du. Aha, mir kommt die Sache langsam näher. Aha. Aha. Nein. Fuck. Ist es noch nicht mal annähernd, eine Münze? Irgendwas schon so stark angegammelt ist.
schon von allein auseinanderfällt. Schade. Da liegt es doch schon an der Oberfläche, eine Schnalle. Was bist du für eine geile Schnalle? Hä? Ich muss jetzt langsam zum Auto. Das heißt, ich muss, aber ich habe Kohldampf. Knast, ich will was unter die Kauleiste heften zu Hause. Aber die nehmen wir natürlich noch mit. Wenn sie schon da liegt, dann müssen wir ja noch nicht mal für graben. Einfacher kannst du die Sachen ja nicht finden, nicht?